și bine ați venit! Ich bin Raquel Lam und heute teile ich ein weiteres Geheimnis mit euch. Und zwar wurde ich gefragt von der Elisabeth, hast du nicht irgendwie eine schöne kleine Kombination, die ich üben kann? Und zwar alleine, weil mein Mann hat sich gerade den Meniskus angerissen und das Wetter draußen ist nicht so schön und ich habe total Lust, ein bisschen zu arbeiten. Ganz super, klar, habe ich. Und zwar zeige ich euch heute meine kleine Ocho Cortado Sequenz. Den Ocho Cortado, den verlinke ich euch. Wir haben 100% ein altes Video mit Ocho Cortado, damit ihr nochmal ein Bild habt, wie das aussieht. Jetzt zu unserer Übung. Und zwar würde die Übung sein, ich stehe gerne direkt in die Übungshaltung. Ein Vorwärtsschritt, ein Seitschritt, hier wäre dann der Ocho Cortado und von hier in den Ocho Cortado. Und das Tolle ist, jetzt steht ihr auf links, könnt ihr direkt wieder ein Vorwärtsschritt, ein Seitschritt, Ocho Cortado. Na, das ist die Sequenz, wenn ihr ein langes Wohnzimmer habt oder wenn das Wetter mitspielt draußen. Macht ihr einfach so weit, wie die Länge es hergibt. Unser Wohnzimmer ist kleiner, als ich gedacht habe. Aber wenn die Kamera nicht alles drauf haben müsste, könnte ich ja auch ein paar mehr machen. Ich zeige es euch nochmal einmal von hier in die Übungsumarmung. Ein Vorwärtsschritt, ein Seitschritt und Ocho Cortado. Ein Vorwärtsschritt. Ein Seitschritt, Ocho Cortado. Was ist wichtig bei der Sequenz? Wo könnt ihr drauf gucken? Erstens nochmal mit der Übungsumarmung. Nehmt die direkt schon leicht in die Torsion. Von hier vor, seit. Ich gucke jetzt die ganze Zeit mit meinem Oberkörper zu euch und so wird es auch sein, wenn ihr mit dem Partner tanzt. Weil der Vorwärtsschritt wird am Mann vorbei sein, also müsst ihr zugerichtet sein. Das ist super, weil guck mal, jetzt bin ich schön eingedrückt, habe eine schöne Torsion mit dem Tangoball, Fuß, Knie, Hüfte, also nicht sowas. Ne? Jetzt berühren sich meine Oberschenkel, dann fangen meine Beine hier unten an. Ne, hier, Fuß, Knie, Hüfte, zeigt hier nach vorne und meine Torsion, mein Oberkörper hier zum Mann. Bin ich eingespannt, um einfach nur loszulassen, zack, bin ich im Seitschritt. Im Seitschritt bin ich in dieser Blockposition. Und wenn ich jetzt in den Ocho Cortado komme, mich eindrehe, ist die Idee, ich muss einmal ja in meine Achse und gleichzeitig dreht mich der Mann. Und das ist das Erste, was ich spüre. Er dreht mich. Das heißt, von hier rechts in der Position geht ihr Richtung links von mir, für euch rechts. Und gleichzeitig tosiert ihr ein. Aber nicht so stark, dass ihr ganz in der Blockposition seid, sondern von hier bin ich immer noch minimal verdreht. Das linke Bein ist jetzt vorne reingekommen, von alleine. Das heißt, sofort ist es ein Fußwechsel. Also belastet sofort das linke Bein. Steht nicht hier und wartet, was passiert. Es ist wieder, wenn ich einen Schritt mache. Ich verlagere das Gewicht und bin auf einem neuen Fuß. Ich verlagere das ein neues. Oder wenn ich einen Kreuz mache. Sofort das Gewicht auf die neue Achse. Also wichtig, in der Torsion vor, seit, Blockposition. Und jetzt fange ich mit der Torsion an, weil hier käme der Impuls vom Mann. Ocho Cortado. Ich lasse mein rechtes Bein entspannt, also das nicht hochnehmen, lasse es einfach hier unten. Und dann geht das Spiel von neuem los. Ihr seid noch leicht torsiert, könnt ein bisschen mehr torsieren und geht wieder in den Vorwärtsschritt. Zwei Punkte nochmal. Ich mache auf jeden Fall noch ein Video zum Gehen. Wenn ich gehe, gehe ich in den Vorwärtsschritt über den Absatz. Guckt, was euch gefällt. Ich mag das hier wieder. Jetzt habe ich natürlich nicht so Glitzer-Glimmer-Schüchen an, aber trotzdem mit schönem hohen Absatz. Und da geht es ganz natürlich über den Absatz nach vorne. Wenn ihr die Übung macht, betont wieder die Mitteposition. Mitte. Mitte.
gut, hier hat sie die Position, weil es ein Kreuz ist. Aber nicht sozusagen vorwärts. Das geht ja gar nicht, weil der Mann stoppt euch in der Mitteposition, wenn ihr den Otto-Kopf da so macht. Also es geht schon, wenn ihr zu schnell seid, weil wenn ihr den Nullpunkt sucht und schon hier seid, dann müsst ihr wieder zurück. Also sozusagen noch ein Argument dafür. Mitte, Otto-Kopf da. Ja, wenn ihr dann das macht mit Musik, dann werdet ihr merken, oder mir geht das immer so, ich mache es von hier, da kann ich schön zu euch reden, dass ich, wenn ich das mache, hier so ein bisschen Energie habe, ein bisschen Schwung. Oh, also je nach Musik, aber in der Regel bleibe ich nicht hier so genau 50-50, Achse ist hier in der Mitte, das wäre das Normale. Wenn ich das mache, lasse ich gerne meine Hüfte ein bisschen weiter schwingen. Das werdet ihr auch in dem Ocho Cortado Video, das ich mit Ricardo zusammen gedreht habe, sehen. Wichtig dabei ist, dass der Oberkörper aber in der Blockposition bleibt, dass der nicht mitgeht. Der bleibt hier. Es ist eine Bewegung von hier. Und dann guckt ihr, wie euch das gefällt. Also ich mache das gerne, hier bleibe ich, dass ich meinen rechten Fuß hier, um das Gewicht zu verlagern, auf den Absatz weiter rüber schicke. Und jetzt darf die Hüfte hoch, sie darf hier in die Rotation, weil eigentlich wäre die nächste Bewegung ein Giro, eine Drehung. Das heißt von hier in den Rückschritt. Und dahin schicke ich die Hüfte ein bisschen schon, einfach um in diesem Flow zu bleiben. Und weil ich es einfach schön finde. Achtet darauf, dass ihr euch hier nicht hinsetzt. Wenn ihr euch hinsetzt, müsst ihr von hier wieder hoch. Ihr nehmt super schnell den Oberkörper, auch in die Richtung. Und ihr habt nicht so viel Zeit. Bit, bit, bit. Also ruht euch nicht aus. Denkt nicht, das ist eine Pause. In unserer Philosophie wartet der Mann nicht darauf, bis die Frau fertig ist. Klar, wenn er merkt, ah, der Raquel verziert jetzt, also Ricardo merkt, die Raquel verziert jetzt, es passt in die Musik. Kann schon sein, dass er mich mal irgendeine Fixierung fertig machen lässt. Aber in der Regel nehme ich das, was Ricardo mir anbietet, als Raum, und, also so als Rahmen, und in diesem Rahmen tanze ich. Meine Liebste ist Beat, Beat, Ocho Cortado. Mit der Hüfte zu spielen. Und wie ihr gesehen habt, mache ich manchmal aber auch, dass ich hier richtig reinspringe. Ich springe rein, aber jetzt gestreckte Knie. Also ich mache es nicht so weich, vielleicht wenn gerade Tarienzo spielt, sondern ich springe hier richtig rein und hier in den Ocho Cortado zurück. Und was ihr dann auch machen könnt, noch eine Beziehung. Bit, bit. Und wenn ihr in den Ocho Cortado kommt, tibi, tibi, tibi. So, auf der Stelle kleine Fußwechsel. Bit, bit, bit. Die müssen noch schneller sein. In den Kursen und Workshops und Tango-Reisen habe ich oft gesehen, dass die Leute ins Kreuz, also in den Ocho Cortado kommen und dann mit dem Tibi-Tibi anfangen. Nee, es ist tatsächlich Bit, Bit, Tipi, Tip. Ja, der Einkreuzen ist schon der erste Verzierung, sonst seid ihr zu langsam. Und das ist hier so leicht im Knie. Am besten, dass man das nicht hier oben sieht, ne? Sondern hier aus den Knien. Und dann ist wieder das richtige Bein aufschrei. Pack, pack, tipi, tipi. Und weiter geht's. Ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Punkte hier zur Ocho Cortado Sequenz. Damit könnt ihr ein bisschen spielen. Ihr könnt auch gucken, wenn ihr es mit Musik tanzt, ob euch andere Verzierungen einfallen, die ihr schön findet. Ja, was ihr zum Beispiel auch immer machen kann, ist Beat, Beat, Beat. Mit dem Text zu arbeiten, im Vorwärtsschritt. Oder wenn ihr dann irgendwie besonders viel Energie habt, man kann ja auch immer hier dieses hinten Einkreuzen machen. Also spielt ein bisschen, nehmt unterschiedliche Musik, damit ihr zur Musik die Verzierung macht und nicht irgendwas, was ihr einfach nur gelernt habt, aber was dann gar nicht zur Musik passt. Guckt, dass ihr mal da reden zu nehmen, der ein bisschen rhythmischer ist. Da passen so kleine, da kann es halt manchmal die Nähmaschinenverzierungen besser oder wieder mal irgendwie ein bisschen was Weicheres.
wo ihr eben mehr Zeit habt und mehr mit der Hüfte spielen dürft. Bei den Verzierungen ist ja das Schöne, da dürft ihr alles brechen, alle Regeln aus dem Tango brechen, solange ihr wieder schön zurück in der Zeit, in den regulären Ablauf kommt. Ja, das war eine kleine Idee für die nächste Woche für euch zum Spielen, Tanzen und hoffentlich viel Spaß haben. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuschaltet. Bin als Venit, la revedere.